Ja, servus meine Freunde, willkommen zum nächsten Raid Shadow Legend Video. Heute gucken wir uns ein bisschen in der Arena um. Ich habe auf YouTube gesucht, habe aber nicht das Passende für mich gefunden. Und man sieht da immer Videos, entweder werden nur High-End-Einheiten benutzt oder es werden einfache Einheiten benutzt mit Artefakten drauf, die man selbst einfach im Anfang oder im Midgame nicht hat. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Video. Ich sehe mich jetzt so langsam als in der Mitte angekommen. Und wollte euch einfach mal meine Schritte zeigen, die ich in der Arena gegangen bin und wie ich jetzt stehe. So, und natürlich, dass ihr eure Schritte daraus ziehen könnt und mache es so einsteigerfreundlich wie möglich. Darum hüpfen wir einfach mal alles auf die Arena und wir refreshen mal nicht. Ich bin kurz vor Gold, naja, kurz ist jetzt übertrieben, aber ich bin kurz vor der Goldliga. Es sind noch 200 Punkte zu machen. Ich habe aber auch eine Low Def drin, weil ich immer wieder ein bisschen abfallen möchte. Aber so, irgendwann versuche ich jetzt demnächst mal auf Gold zu pushen, einfach nur um den Erfolg mir abzuholen. Und man muss ja auch sagen, man braucht halt die Arena-Mark, die man hier bekommt, für die große Halle, um sich da weiterzuentwickeln, für die Great Hall. Ich habe es gerade auf Englisch eingestellt. Und wenn wir irgendwann mal ein Video dazu machen, aber die Punkte erfarmen wir halt in der Arena für die große Halle. Und ein Bronzepunkt, ne, fangen wir mal hier an. Ein Silberpunkt sind 2 Bronzepunkte, ein Goldpunkt sind 3 Bronzepunkte. Ich hoffe, ich habe es richtig rum gesagt. Also quasi, wenn ich für irgendwas 400 oder 100 Bronze brauche, kann ich da einfach 50 Silber einsetzen oder 33 Gold. Und darum ist es egal, auch wenn man in der Great Hall noch bei den Bronzemedaillen eigentlich beim Bezahlen ist, kann man auch mit teuren Medaillen bezahlen, muss dafür auch weniger ausgeben. So, ich klicke einfach mal in den ersten rein. Heißt jetzt nicht, dass wir den direkt angreifen, aber ich zeige euch mal das Arena-Team, mit dem ich angefangen habe. Ich habe jetzt schon ein paar Monster wegtrainiert. Aber in der Arena, es gibt so verschiedene Wege, wie man gehen kann. Und der einfachste und beste Weg voranzukommen ist über den Speed. Also man nimmt schnelle Einheiten, nimmt dann ein Death Break und macht dann mit seinem Damage Dealer Damage. Und ganz einfach kann man das am Anfang so machen. Wir haben hier das Medium, die können wir ganz einfach farmen in der Kampagne. Medium ist ein Speedleader, zwar nur 10%, aber das heißt, gehen wir mal auf den Kale. Der Kale hat ein Basisspeed von 103 mit 10% Speedlead, werden dann nochmal 10 Speed draufgerechnet. Also nicht auf den Endwert, wenn ihr da eure Runen drauf habt. Wir gucken gleich beim Kale nochmal rein, sondern wirklich auf den Basiswert. Das muss man immer gucken, damit man auch die Reihenfolge beachten kann, die man möchte. Also Medium, zum einen erstmal eine Speedleaderin, zum anderen hat sie ein AOE Attack Buff für alle freundlichen, für alle Mitstreiter für 50%, wenn sobald sie 3 violette Sterne hat. Davor ist ja nur 25%, aber es lohnt, die schnell drauf zu machen, weil auch hier wird 50% komplett oben drauf gehauen und euer Damage Dealer macht dann deutlich mehr Damage. Das heißt, sie hat den Speed Lead, ein AOE Buff für die verbündeten Einheiten. Und sie hat noch nett hier ein Remove All Debuffs, aber meistens braucht man das nicht. Also man hofft eigentlich mit dem Speed Team, dass man nicht in die zweite Runde gehen muss. Also Speed Lead, und es wäre auch gut, wenn sie natürlich vom Damage Dealer dran ist, damit sie den Attack Buff machen kann. Dann brauchen wir einen Defense Breaker. Und da nehmen wir ganz einfach, sie ist bei mir leider schon ein bisschen hintergerutscht, die War Maiden. War Maiden auch ein Rare, kann man auch in der Kampagne farmen, und sie, ihre wichtigste Attacke, sie hat eine 75%ige Chance, den 60%igen Decrease Debuff auf alle Gegner zu werfen. Kann man auch noch auf Cooldown runterbringen. Also hier, das hier wäre noch wichtig, der zweite Buff, weil dann hat sie die 100%ige Chance, den Death Debuff
die Quiz drauf zu machen. Ich soll es auf Deutsch stellen und in Deutsch reden. Und das Schöne an ihr, sie hat wenig an. Gut, aber es soll uns eher um die Eigenschaften wie um die Kleider gehen. Aber so, genau, die brauchen wir als nächstes. Und dann brauchen wir noch unseren Damage-Dealer. Und an vierter Stelle von dem Einsteigerteam möchten wir natürlich die Diabolistin haben. Die Diabolistin ist ein Attack-Bar-Booster. Wir gehen mal auf sie, gucken uns ganz kurz an. Also sie hat zum einen ein Sleep auf der A1. Okay, ist nett. Dann hat sie hier ein Team-Buff für alle. 30% Speed ist auch nett, ist sehr gut für die Arena. Einfach, wir sind schneller dran. Aber diesen Skill wollen wir eigentlich dann machen. Fills the Turn Meter of all Allies bei 15% and decrease den Turn Meter von allen Enemies bei 15%. Ist sehr schön, wie ich das eh Deutsch-Englisch gemischt vorgelesen habe. Aber sie macht unseren Attack Meter hoch und den gegnerischen Attack Meter runter. Das heißt, sie sollte dann nochmal quasi bei uns als zweites rankommen. Und dann wäre die Reihenfolge nämlich Medium macht ihren Attack Bar Buff, dann macht die Diabolistin ihren Turn Meter Buff und Decrease beim Gegner und dann kommt die War Maiden mit Shieldbreaker, mit ihrem Defense Break und danach kommt unser Starterhelden, der den AOE Damage macht. Und das Gute ist, die drei Helden hier vorne sind komplett farmbar über die Kampagne und darum kann man die auch recht schnell hochskillen, dass sie ihre Fähigkeiten gut und voll machen. Ja, das ist es erstmal so im ersten Step. Wenn man sich dann entwickelt, man kriegt ja zum Beispiel dann die Hohe Khatun nach 30 Tagen. Die Hohe Khatun hat einen höheren Speed Lead, also 19%. Und was die Hohe Khatun natürlich noch hat, ist dieser Skill. Füllt den Turnmeter von allen Verbündeten um 15% und macht einen 30%igen Speed Debuff, sobald sie drei Sterne hat. Davor ist es, glaube ich, nur 15% Speed Debuff für alle. Also das hier ist ihre wichtigste Fähigkeit und heißt natürlich, ich habe ein Speed Lead, hier werden nochmal 19% oben drauf gerechnet auf mein Base Speed. Und wenn sie nochmal dran ist, pusht sie meinen Attack Meter auch nochmal nach vorne. Und dann sind wir uns wirklich sicher, dass wir nochmal dran sind. Darum habe ich sie als Speed Leaderin in meinem Team. Habe dann eine Deathbreakerin. Also da hatte ich ja Glück und habe Zagala gezogen. Aber War Maiden ist genauso gut. Die macht denselben Debuff. Meine Zagala ist nur jetzt halt für mein Team gebaut. Und ich habe immer noch Medium. Auch hier ist es egal. Sie hat vier Sterne im Team. Und jetzt ist meine Reihenfolge. Also wäre natürlich geil, wenn meine Hohe Khatun richtig, richtig schnell wäre, dass sie als allererstes rankommt. Dann wäre ich mir sicher, dass ich dran bin, aber so habe ich mein Team aktuell nicht gebaut. Als allererstes kommt bei mir das Medium dran, Spirit Host, damit sie ihren Attack-Up-Buff machen kann. Ist 50% stärker alle. Danach kommt Zagala, die auch einen Schild, also ein 60% Death Decrease hat. Warum habe ich Zagala? Wegen ihrer zweiten Fähigkeit habe ich sie drin. Sollte dann noch jemand stehen bleiben und es in eine zweite Runde gehen, dann hat sie diese Fähigkeit und muss nur einen Gegner töten, dass sie nochmal ihren AOE Death Break raushaut. Darum, das ist sehr nett an Zagala. Aber ich hoffe halt einfach immer, dass es nie eine zweite Runde geht. Und nach Zagala kommt mein Kayle, da setze ich dann die AOE-Fähigkeit ein. Im besten Fall hat jeder einen Death Decrease vom Gegner und ich habe einen Attack Buff. Somit mache ich 50% mehr Damage und der Gegner hat 60% niedrigere Death, dass dann alles umfällt. Das ist einfach der Hintergrund. Für so ein Speed-Team. Ich habe meine Leute auch sehr schnell gebaut. Was ihr halt immer bei so einem Speed-Team beachten müsst, ist die Reihenfolge. Ich habe Medium jetzt erst wieder reingepackt und da mein Kayle so übermäßig schnell ist, muss ich Medium super, super schnell machen. Ich würde sagen, wir kämpfen jetzt einfach mal, gucken uns mal einen Gegner an. Ich habe Team Power 50.000, er hat Team Power 60.000. Mit einem Death Lead.
30%, das ist schon nicht ohne, und mit Mausoleum ist es ein harter Gegner. Wir probieren es aber einfach mal, weil was ich definitiv sagen kann, ich bin schneller dran, da bin ich mir sicher. Ich krieg den Deathbreak, ich krieg den Attack Buff, wenn Kayle alle tötet, ist es gut, und wenn nicht, kriegen wir ein Problem. Ich bin jetzt auch, wie gesagt, ja schon im höheren Silberbereich, bin kurz vor Gold oder in der letzten Goldliga. Also erstmal Attack Buff. Dann macht Zagala ihren. Setzt ihn auf 3, das ist gut. Und jetzt macht Kayle hier sein Damage. Und ich sehe jetzt schon, Mausoleum wird sterben und. Wow. Hat er gar nichts kassiert oder was? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die sterben. Okay, darum habe ich jetzt halt bei mir die hohe Cartoon langsam gebaut. Kayle kriegt hier Attack Buff, wenn er einen tötet. Also er hat jetzt plus 25 gekriegt. Jetzt mache ich mit der hohen Cartoon nochmal den Attack Buff und jetzt darf ich nochmal. Also ihr seht, der Gegner war noch nicht dran. Jetzt mache ich hier noch ihre Fähigkeit, die sehr nett ist. Also alle Debuffs removen und einen Block. Debuff für meine Mitleute. Also, das heißt, egal wer jetzt einen negativen Effekt macht, kann auf mich nicht drauf. Und auch hier. Wow, der ist aber hart gebaut. So, jetzt kommt Zagala dran. Haut ihn um. Darum darf sie ihre dritte Fähigkeit nochmal. Oh, der haut aber rein. Und die hohe Cartoon hat hier auf dem A3 noch einen Def-Decrease. Nee, einen Attack-Bar-Decrease. Aber ihr seht's, das Ding haben wir gewonnen. Obwohl der Gegner deutlich schneller war, war er nur mit einem einmal dran, glaube ich. Nur hier der Cagebreaker kam einmal ran. Und so kann man tatsächlich als Early Midgame auch in die Goldliga kommen, bin ich mir sicher. Und dann auf die Runen. Wir gehen mal nach der Reihenfolge. Die hohe Cartoon. Die hohe Cartoon hat bei mir plus 91 Speed. Wie gesagt, es wäre schönste, wenn sie als allererstes rankommt, aber so habe ich sie noch nicht. Da fehlen mir einfach jetzt hier Speedschuhe. Vielleicht könnte ich noch ein Speedset draufsetzen, aber hier sind gute Speedwerte für meine Verhältnisse, muss man ja immer sagen, drauf. Defense HP habe ich sie gebaut, aber im Endeffekt ist egal, sie muss. Ja, nur, sie ist ja nur da, um ein bisschen was zu tanken, um ihren Attack Bar Boost zu machen. Und wichtig, der Speed Leader. Als nächstes kommt Medium. Medium hat den letzten Dreck bei mir an, weil ich sie ja erst nachträglich mit ins Team geholt habe. War mir nur wichtig, dass sie schnell ist. Und darum hat sie dreimal Speedset. Hier habe ich halt so ein heiliges Speedset, aber hier der Helm ist echt grottig. Also klar kann ich hier noch auf 12 machen und hoffen, dass da nochmal Speed kommt. Außer das Schild, das hier ist recht nice mit 17 Speed, zweimal auf Speed gerollt. Und Speed-Schuhe, ne, Genauigkeitsrüstung, die ich aber nur genommen habe, weil da ich die irgendwann mal auf 8 gerollt habe und da halt zweimal Speed drauf gegangen ist und dasselbe Trittrate-Handschuh, die sie gar nicht braucht, aber da war halt Speed drauf, was ich brauche. Und darum, im Endeffekt sind alle Stats total für mich bei, also mindestens für mich, egal. Und ich werde sie auch, gut, ich mache sie bestimmt auf 5 Sterne irgendwann, aber wenn ich sie mal für was anderes einsetzen möchte, aber hier ist nur wichtig, dass sie direkt drankommt. 116 Speed. Ich hatte sie erst nur 1 langsamer wie mein Kayle. Aber dann durch den Speed Leader, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass der Speed Leader sich auf diesen Wert und nicht auf den Gesamtwert bezieht, war Kayle dann schneller dran. Also musste ich sie dann deutlich schneller machen. Ja, danach haben wir Zagala, die auch mit plus 109, also 212 Geschwindigkeit. Sie habe ich auf Crit-Rate, Attack und Speed. Mit einem, wie heißt Set, Crit-Rate-Set und zwei Speed-Sets, dass sie auf die Werte kommen. Auch hier, die ist, da geht noch viel mehr im Attack, gerade im Crit-Damage-Bereich. Das sind halt mit meinen Anfängerrunen, wie ich da durchkomme. Aber sie baue ich immer, dass sie die schnelle Geschwindigkeit nochmal ein bisschen Schaden macht. Und dann mein Kayle, auch da sind Runen drauf.
Die halt für einen Anfänger und Midgame total in Ordnung seht. Ihr seht 4 Sterne Runen. Ich habe hier Crit Rate, dann habe ich hier noch Attack und hier einen Speed Schuh. Hier hätte ich am liebsten ein ordentliches HP Chest. Würde aber ungern von meinem Attack runterkommen. Also muss ich mal gucken, dass ich irgendwann mehr Leben auf ihn draufkriege. Und auch die Pieces, also die Accessoires, sind totaler Schrott. Die müssen wir uns gar nicht angucken. Die sind nur drauf, damit sie drauf sind. Also ja. Da im Spider bin ich ja nicht so weit. Also, das würde ich jetzt mal sagen, war's für den Einstieg. Den Einsteiger-Arena, ich nenne ihn mal Guide, um zu sehen, dass man so gut vorankommt. Wenn ich Gold schaffe, hole ich euch natürlich dazu. Aber es ist auf jeden Fall für ein Midgame. Also ihr seht, ich bin Level 48, habe nicht Unmengen an Geld reingesteckt, mir nie Runenpacks oder so irgendwas gekauft. Kann man schon in der Arena ordentlich mitspielen und kommt auch ordentlich weit, damit man in der Great Hall farmen kann. Und jedes Mal, wenn man in der Great Hall. Ich mach das mal. Das sieht man leider nicht mehr. Haben wir. Hier. Hier seht's, 150 Bronzemarken, 75 Silbermarken. Fällt mir nur gerade ein. Und dass man in der Great Hall halt weiterkommt und dadurch kommt man dann auch immer weiter in der Arena und kann irgendwann mal besser werden. So Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.